doświadczenia. Liebe Genossen, no heute wir sprechen über vier Themen. Die erste Themen, das ist die Ergebnisse der Parlamentswahlen 2024. Die RN liegt deutlich vor den NFP und so konnte die Nationalversammlung zusammen aussehen. Nach unseren ersten Schätzungen mit Elabe und der Tribüne von Sonntag liegt die National Rally, das ist die Rassemblement National, mit 33% der Stimmen an erster Stelle, mit 28,5% liegt sie vor den neuen Volksfront. Zusammen kam die weit zurückliegende Präsidentenkoalition auf 22%. Die Beteiligung erreichte 67,5%, ein deutlicher Anstieg. Hast du verstehen? Ja, soll ich, można tak powiedzieć. Ja, was ist die Stimme? Die Stimme? Was ist Stimme? Stimme, das ist Gode? Nein, Stimme, das ist Głos. A Stimmen to Głosy. Das die Stimme. Ja, tak, wiem, to zrozumiałam. Wenn du sprichst, das ist Stimme, wir können sprechen mit starken Stimmen oder schwachen Stimmen, aber Stimme, das ist auch in die Wahl. In polnische Sprache, das ist the same. Ja. Ich, also du sagst, dass Le Pen's Partei von Le Pen hat gewonnen, ja? Ja. Partei Le Pen und Jordan Bardella hat gewonnen mit 33% der Stimmen. Zweite Platz, das ist die linke Partei, das ist die Bündnis, die linke Partei, die Partei, die Jean-Luc Mélenchon, France Insoumise. Das ist die Parti Sozialist, das ist die Parti Kommunist und die Ökolog, das ist die zweite Platz. Und die sehr, sehr gute Nachricht, das ist die verloren, die Partei, die Präsidentenkoalition, das ist die 22% die Stimmen. Das ist der dritte Platz. Das ist eine sehr gute Nachricht, ich denke. Aber ich habe eine Frage. Hat er nicht es geplant? Weil wenn er ogłosił die Wählen, ich denke, dass er wusste, dass er würde przegrać, to jest verloren. Oder no, ich denke, dass es war seinen Plan. Das ist sehr kompliziert zu sagen, das ist sehr schwer zu sagen, was war die Plan die Macron. Ich denke, dass Macron kannst nicht seinen Plan. Sein Plan war sehr dumm. Er denkt, dass die Leute
er hat gewonnen die Wahl, ersten Wahl in 2017 und zweiten Wahl und 2022. Und das ist immer die Taktik, dass ganze Medien Achtungen über die Faschisten, die Marine Le Pen, und die Leute machen die große Mobilisierung zu unterstützen die Kandidaten, die liberalen Medien, die unterstützen die Macron. Und mit dieser Strategie, er hat gewinnen zweimal, und denke ich, dass er denkt, dass dritten Mal, das ist die er hat das ist die diese Strategie immer hat gewonnen, aber die Leute sind müde über die liberale Propaganda, und sie sind sehr müde über die Präsident Macron, seine Regierung, seine Frau, seine Kopf, denke ich, dass die französische Bürger hassen die Macron, hassen seine Regierung, und er hat die viele Leute hat Wahlen für Bardella und Marine Le Pen nicht, dass sie sind Faschist. Sie sind Wahlen und unterstützen Marine Le Pen, weil sie als die Macron und die Liberalen. Ja, aber ich habe gehört in polnischen Medien, also du weißt es von der Perspektive in Frankreich. Ich kann sagen, was hier in polnischen Medien, es war eine Analyse, dass Macron wollte seine Macht auszuweiten, przedłużyć, und er wusste, dass Le Pen würde gewinnen, und dass wenn sie an der Macht stellen, kiedy zdobędzie to władzę, sie ist nicht bereit für die Macht nehmen. Das ist der erste Idee. Und zweite, dass wenn sie der Macht obejmie, sie kann blamieren, czyli skompromitować się, sie kann blamieren und seine Partei sehr schnell. Und das war, es ist eine Idee von polnische, nicht Media, takie główne gościeku. Okay, ich wünsche lesen die ganze Artikel mit den Detailen. Die Reihenfolge der Ankunft wurde von den Meinungsforschern erwartet und vorweggenommen. Die mit Eric Ciotti verbundene National Rally ging gemessen an der Stimmenzahl als großer Gewinner aus der ersten Runde der Parlamentswahlen hervor. Nach unserer von Elabe für BFM TV, RMC und La Tribune Dimanche
durchgeführten Schätzung erhielt die Partei 33% der Stimmen. 18,7% im Jahr 2022. To powiem po polsku, że tutaj mówią, że w ostatnich wyborach ta partia miała 18%, a teraz ma 33%. W 2022? Das Linksbündnis der Neuen Volksfront erreichte 25,6 im Jahr 2022. No. I ta lewica uzyskała 28,5. 25,6 dwa lata temu. A zusammen sind die Präsidentschaftskoalition auf 22 in 2022 mieli 25,7% im Jahr. Czyli dwie partie poszły w górę, a partia Macrona poszła w dół. An vierter Stelle liegen die Republikaner LR mit 10,5% der Stimmen im Vergleich zu 11,3% im Jahr 2022. Die Beteiligung erreichte 67,5%. Die Beteiligung, wiesz, co to jest Beteiligung? Chyba nie. To frekwencja. A, Beteiligung, dobra. Ile? Ile była? Beteiligung to jest 67. Aha, no to sporo. Dwa lata temu było 47. A w eurowyborach tych teraz? Nie wiem. Była wyższa. Więc teraz tak. RN devrait rassembler entre 260 czekaj, bo to się przetłumaczyło. To się znowu zrobiło po francusku. No właśnie, słyszę. Czekaj. In der künftigen Kammer soll die RN nach Schätzungen des Elabe-Instituts zwischen 260 und 310 Abgeordnete umfassen. Czyli będą mieli od 260 do 310 posłów. Mit der Herausforderung der zweiten Runde wird die absolute Mehrheit, więc ta absolute Mehrheit, ta większość absolutna to jest 289. No to a ile u nas jest? U nas jest coś podobnego. No w Polsce to absolutna większość to 231, a we Francji 289, to jest absolutna większość. Teraz będzie in die nächsten Sonntag, das ist die zweite Runde. Und in diese zweite Runde, wie wir sehen, ob die RN hat die absolute Mehrheit. Und hast du byłeś głosować? Ich bin nicht französischer Bürger. Ich dachte, dass wenn du hast der Test genommen,
Ja, ich habe nicht meine Papiere zu denke ich, dass ist sehr, sehr große Arbeit zu haben, die französische Ausweis. Ich habe nicht Zeit für diese Arbeit. Ja. Wenn diese französische Ausweis einfach zu bekommen ist, ich könne bekommen die französische Bürger, aber mit ohne große Arbeit. Mhm. Okay, denke ich, dass wir können beenden diese Themen und jetzt, das ist deine Runde zu sprechen über deine Themen. Ah, okay. Meine Proposition war Sport, weil ich beobachte ein bisschen Fußballspiel jetzt, weil ich war immer ein Zuschauer von die Fußball takie międzynarodowe rozgrywki und nicht ze względu, nie wiem jak powiedzieć, nie ze względu na nie ze względu for unsere national team, aber für weil mein Vater, wenn ich war wenn ich war 9 Jahre alt, er war und ist ein großer Fan von Fußball und hat mir diese sozusagen diese zamiłowanie, diese Hobby zuschauen. Liebe. Nicht Liebe, weil ich weiß, dass es ist vielleicht nicht korrumpiert, aber es ist ein Beispiel von takie jakby zepsucie Zerstörung. Ich wünsche eine Frage anstellen. Was ja. denkst du über die polnische Fußballmannschaft? Mannschaft, tak się mówi? Also, nein, sie sind in die Gruppen. Ja, ja. Es ist ich habe nicht gesehen seinen Match, weil ich wusste, dass ich will ich habe nicht gesehen das Spiel. Nein. Ich bin der Fan von Slowakei und diesen Mannschaften da das sind in diese Euro jakby się wybiły und polnische Team Mannschaft ja was soll sagen no, ich denke, dass diese Sport in unsere in Polen es ist total korrumpiert und Kapitalismus, dieser Model von Kapitalismus hat jakby udowodnił, dass
Dass diese Fußball, das Fußball geht nur um no, Geld, nur um die Geld, nicht über die Sport, aber no, że w Polsce przynajmniej, że jest tak, że tylko wokół pieniędzy się kręci. Denkst du, dass in die anderen kapitalistischen Staaten die Situationen besser ist? Ist besser, weil nicht ist zum Beispiel in Deutsche oder in spanische Fußballmannschaften, Kluben. Ich denke, dass sie sind mehr no, dofinansowane to. Und man kann sehen, was das dort die junge Menschen haben mehr no, Chance für die Spiel, nicht wie in unserem Team, wenn prawie że 14 Jahre alt Lewandowski ist immer no, spielen und no nie wiem, po prostu źle się ich ogląda. Ich hasse sehen unsere Team. Aber zum Beispiel Inglese Fußball Team, czyli Mannschaft. Jetzt sie spielen mit Slowakei. Und ich denke, dass sie sind Inglese. Nie wiem, czy to Inglese się mówi po włosku, jest Inglese, pewnie nie jest po niemiecku Inglese. Englische? Ich habe einen Link zu kopieren. Kannst du lesen diesen Artikel on voit ot? On kannst du lesen? Ja, warte. Und einen Satz und untersetze diese Sätze. Aber nur eine Sätze oder Nein, eine Sätze, zweite Sätze, ganze Artikel. Aha. Jetzt ja, ich kann. Ah, Fußball Europa Meisterschaft. Meisterschaft. Ja. Die UEFA Fußball Europa Meisterschaft. Weitere Schreibweise UEFA Fußball Europa. Englisch UEFA European Football Championship. Kurz Euro. Umgangssprachlich EM ist das alle vier Jahre vom Europäischen Fußballverband UEFA organisierte Fußballturnier Turnier zur Ermittlung des kontinentalen Meisters auf Nationalmannschaftsebene. Ebene? Nationalmannschaftsebene. Was ist das Ebene? Warte. No. Poziom reprezentacji. Ebene? A, to poziom. Ja. Poziom. Niwo, myślałam, że to jest poziom. Ale dobra. To jest poziom reprezentacji. No. Dobra, to jest łatwe zdanie, to nie ma co tłumaczyć. To dalej. Die erste beiden Turniere 1960 und 1964 wurden noch unter dem Namen Europapokal der Nationen ausgetragen. Że pierwsze dwa turnieje z 60 i 64 nosiły jeszcze imię Europa.
Puchar Europy. Puchar Narodów Europy? Puchar Narodów Europy, tak. No. To teraz ty? No dobra, to teraz ja. Die erklärte die UEFA den Wettbewerb offiziell zur Fußball-Europameisterschaft, czyli w 1966 UEFA tę konkurencję oficjalnie nazwała Mistrzostwa Europy. Vorlaufer des Europapokals der Nationen war der Europapokal der Fußballnationalmannschaften, czyli ten puchar nazwali jako europejski puchar. Pokal to jest puchar? No tak. Tak, tak. Puchar filiżanka. Puchar. Jest becher. Becher to jest kubek raczej. Humpen, kelglas. Puchar to chyba to też po włosku jest. A jak jest po francusku puchar? Kup. Der Europameister qualifizierte sich bis zum EM 2060 jeweils für den FIFA-Konföderationenpokal. Czyli od 2016 mistrz Europy jest kwalifikowany do jakiegoś pucharu Konfederacji FIFA. To nie wiem, o co chodzi. No dobra, to tak jakby, wiesz, żeby troszkę tego słownictwa piłkarskiego, to może jeszcze ten, jakiś z tych artykułów przeczytamy, bo tutaj jest ten, może... Ale mówisz tutaj na Wikipedii? Tak. Czekaj. Nie, bo to są wykresy różne. Ja tutaj tego nie ma co czytać. No dobra, to chyba to jeszcze... Was denkst du über welche Mannschaft wird gewonnen diese Wettbewerb? Ich hoffe. Schnelle Antwort. Słucham? Schnelle Antwort. Welche Mannschaft wird gewonnen? Ich denke, dass Deutschland wird gewinnen in diesem Jahr. Sie spielen sehr gut. Und Italien hat, nie wiem czy wiesz, odpadła. Ad verloren. Mhm. Okej. Wunsch du etwas zu sagen in diesen Themen? Ich wollte sagen, dass ich habe ein Podejrzenie, aber es ist ein Theoria spiskowa. To chyba się uczyliśmy nawet tego, jak to było. Spiskowa teoria. Teoria. To jest albo Verdacht.
Albo der Argwon. Podejrzenie. A, bo mnie pokazuje Verschwörungstheorie. Verschwörungstheorie. Tak? Ich habe eine, meine Verschwörungstheorie. Verschwörungstheorie. Dass Georgien, weil sie haben gewonnen mit Italien oder nein, mit Portugal. Und ich denke, dass es ist etwas nicht fair, dass sie das es kann, wenn sie haben die nächste Sukzessen, es kann verfolgen. Es kann wykorzystane zostać zu etwas, ich weiß nicht, vielleicht eine nächste Color Revolution in Georgien, weil sie haben gewonnen und sie sind jetzt in die 1/8 Finale. Und sie haben gewonnen mit Portugal, also eine gute Mannschaft. Und Portugal ist eliminiert? Ja, sie, und ich hoffte, dass England will heute eliminieren auch. Durch die Slowakei, aber niestety sie haben gewonnen. Aber Slowakei hat sehr gutes Spiel. Sie spielen sehr gut, ich denke. Aber 2-1. Aber Georgien oder? Nein. Georgien, ja? Georgien, Portugal 2-0. Ja, und Schweiz mit Italien. Italien, die sind die, jakby die, jak to się mówi, Boże. No byli na szczycie tam raz co jakiś czas. Sie haben verloren mit Schweiz, Italien. Ah, und denkst du, dass das war die to zostanie wykorzystane, to jest verwendet wird. Verwendung, dobra. Das es kann verwendet es kann może zostać wykorzystane, es kann verwendet sein? Ich weiß nicht. Okay, ich möchte die dritten Themen zu sprechen. Ich wünsche sprechen über die Kommentare in die letzten Video. Wir machen zusammen. Das war die Untersetzung, die NSDAP-Parteiprogramm. Und ich denke, dass viele Leute, die meinen Kanal zu sehen, sind sehr dumm. Und das ist sehr, sehr schlechte Nachricht für mich, dass diese Leute nicht verstehen, dass. Ja, ich weiß. Aber ich denke, dass es war durch die eine oder zwei Personen.
jakby wykorzystane zostało. Und sie, weil eine Person hat es on X geschert. Und ich denke, dass viele Leute haben durch diesen Link gekommen zu diesem Video. Aber es ist, ich habe ein bisschen, vielleicht die zwei Tage nach deinem Opublikowanie tego. Und ich habe gesehen, dass es war powierzchownie zrozumiane. Zobaczcie. No, aber ich möchte sagen, dass heute ich mache eine Ausbildung und ich habe keine Zeit für die Untersetzung die Artikel, aber ich möchte sagen, dass das ist nicht, dass ich habe Angst zu untersetzen. Ich habe keine Zeit und wenn. Ja, aber ich hoffe, dass wir werden es die zweite Teil untersetzen in die zu kommen Zukunft. Das ist warum ich spreche mit dich zu sagen, dass ich habe keine Angst und ich weiß, dass ich und du und die Genossen und die dritte Genossen, wir sind nicht keine Nazi und denke ich, dass unsere Analyse sehr gut war. Ja, aber weißt du, dass diese Leute mit der Kritik sie haben nicht das ganze Video gesehen. Ich denke, dass nur die Titel es war alles für sie. Ja. Okay. Hast du anderen Themen? Denke ich, das ist nicht sehr interessant zu sprechen über diese dumme Idioten aus dem Soros-Institut. Das ist kein Institut Marx, das ist die Soros-Institut. Ja. Ich habe zwei Themen. Aber vielleicht warte hier, weil ich habe einen Artikel über die Armia Krajowa. Und kannst du die Link zu senden? Ja, warte, weil es ist ein ein Genosse von, ich weiß nicht, ob er ist ein russischer Bürger oder nein ist, aber er macht Analyse von die odtajone CIA-Dokumenten und warte, ich will senden. Es? Armia Krajowa to jest Heimat Armę. Ich kann untersetzen vielleicht
Nur die... Tłumacz na niemiecki i daj mi linka i pokażemy tutaj. Możemy czytać ten artykuł. Tłumacz to przy... Czekaj, to wyśleć jeszcze raz, bo tutaj jest nie na X, a tylko na już do tego artykułu. Jeszcze raz. Okay. O to sobie przetłumaczę. Bo to jest po angielsku. Takie nic nowego, nie? Czekaj, Poland, a terrorist rapist thief. das ist sehr gute Titel. Aber er ist sehr, no, poważnie to, znaczy też. Czekaj, bo ja nie, tutaj chcę na niemiecki przetłumaczyć, ale... pod D musi być Deutsch. Nie ma. A jest, dobra. CIA dokumenty bestätigen, dass die Heimatarmee eine vom MI6 unterstützte faschistische Terrorarmee von Vergewaltigen und Dieben war. Vergewaltigen Złodzieje. Tak, a vergewaltigen to coś tam wykroczenie jakieś chyba, nie? Ja tak mogę sobie skakać. Terror. Czekaj. Będę. Kurde. Dobra, to ja przeczytam pierwszy zdanie. Potwierdzają, że Armia Krajowa była faszystowską armią terrorystyczną gwałcicieli i złodziei wspieraną przez MI6. Tak. Ale on daje linki do tych artykułów i ja sobie przejrzałam to tak na szybko, to tam chodzi o to, że już było po 45 roku, to chodzi o tą amnestię, że dla tych ludzi, że najczęściej to ci ludzie byli właśnie bez szkoły, bez wykształcenia i oni się dociągali do tej armii, przynajmniej tak na wschodzie Polski, gdzie najpierw był ten manifest i że po prostu najczęstszymi przewinieniami tam to były takie jakieś kradzieże, rozboje, gdzieś tam dla nich ta armia no to była szansą na no dalsze jakieś takie działanie, jakieś poza prawem. Przeczytam pierwsze zdanie. Laut dem Bericht von Gomułka, i to mi się tłumaczy, czy za Gomułką tak jakby, raport Gomułki. Bis zu den Wahlen glaubte man, dass Fabriken und Schwerindustrie in ihre Hände übergehen würden. Czekaj, zobacz, to bo to jest... tylko że na angielski to jest przetłumaczone. Up to the elections reaction through the factories and heavy industry would pass after this into their hands and now there may be sabotage. Und nun konnte es zu Sabotageakten in der Produktion kommen, die zur Nichterfüllung des Drei-Jahre-Plans führen und die PPR als ineffizient entlarven würden. To jest ciekawe. Ja, aber dieser Artikel ist, no jest dumny. Super. Warum? No, trudno jest to tak. Tak z marszu tego nie przetłumaczymy, no. No nie. No my mamy to na angielski, nie? Przetłumaczone.
Ja, aber denke ich, dass wir müssen, das ist diese, ja, ich möchte sagen, dass ich habe einen Gespräch mit die Radio Belarus gemacht, Weißrussland gemacht, und über die Warschauer, Uprising, mówisz o tym powstaniu? Warschauer Aufstand. Denke ich, dass das war sehr interessantes Gespräch. Ich sprach über die Kinder in die polnischen Arme. Und ja. Ich habe gesagt, dass das ist die zbrodnia wojenna, zmuszanie dzieci do działań wojennych jest zbrodnią wojenną w konwencjach. No tak. I to, że w Warszawie jest pomnik właśnie małego dziecka z bronią, to się kwalifikuje do zbrodni właśnie wojennej. No, że, no tak, ale... Die ganze Welt ist gegen die Kindersoldaten in Afrika und in die dritte Weltenstaaten, aber in Polen, das ist in die Altstadt, die Hauptstadt Polen in Warschau, wir haben diese kleinen Kinder jeden Jahr wir müssen zu singen die Lied, die Warschauer Kindern nach dem Krieg zu gehen. Ja, es ist idiotisch. Und aber nicht nur in die polnische Geschichte. Es ist so rozdmuchane. Guck mal nach die israelische Kinder. Sie sind auch von die sehr wenige Jahren ideologisiert und sie haben die takie przygotowanie, Präparierung. Ah, ich weiß, was ich wollte sagen. Dass jeder Jahr Politik, also jeder Jahr die Ministerstwo Edukacji, Edukation, jak będzie ministerstwo? Ministerii? Jakie ministerstwo? Edukacji. Znaczy, Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nacional. Bildungsministerium. Ministerium. Bildungs. Bildungs? Bildungs. O, to dziwne, Bildungs. Czekaj, no dobra, pewnie. To zaśpiewam piosenkę. Keine Niederlage, hier die Mutigen erschrecken. Wir werden gemeinsam zum Sieg gehen. O, so. Warszawa. Wola und Mokotów. Jede Straße, jedes Haus. Wenn der erste Schuss fällt, seid bereit. Wie ein goldener Donner in Gottes Hand. Kinder von Warschau, wir werden in die Schlacht ziehen. Kapitän, wir werden Blut geben. Kinder von Warschau, wir werden in die Schlacht ziehen. Kinder von Warschau, wir werden in die Schlacht ziehen. Kapitän. Nie, no dobrze brzmi po niemiecku, pasuje.
von der Sage, dem Meißel, dem Hammer, der Kelle, dem Kapital, der Sonne, deines Ruhms, dass die Glaubigen an deiner Seite stehen und deine eisernen Gesetze bewachen. Kinder von Warschau, wir werden in die Schlacht ziehen, Kapitel, wir werden Blut geben. Kupiłem to. Nie, bo to. Dobra, jeszcze jeden. Den gefallenen Ruhm, Freiheit, den Lebenden. Den gefallenen Ruhm, Freiheit, den Lebenden. Lass es lauten Gesang am Himmel ertoren. Wir glauben, dass Gerechte es uns vergeltet wird. Dobra, dobrze śpiewasz. Takie Kinder von Warschau, wir werden in die Schlacht ziehen. Okay, hast du andere Themen? Ja, ich wollte etwas sagen, dass jedes Jahr gibt es die Richtung, das Ogłasza, gibt es Richtungen der Bildungspolitik bekannt. Czyli są ogłaszane kierunki politykoświadowe jedes Jahr. Wenn PiS war in die Macht, sie haben Patriotismus und Education von die konservative no, jakby Perspektiv. Und jetzt sie haben die neue no, Bildungs Bildungspolitik hat haben sie die no, gerichtet und es ist czekaj. Nie różni się to tak bardzo. Es ist auch über die Patriotismus. Es ist auch weil es schaut da, in welche anders. Was? To nie różni się bardzo, to nicht viel anders. A, no ale trochę się różni, no ale nicht. Ale to chyba nie, w odróżnieniu do to ty dzisiaj mówiłeś takie jedno zdanie. In Verschiedung? Jezu, ale miałam coś ważnego i kurde, wyleciało mi ta piosenka mi. Że program edukacji za Tuska jest tak samo chujowy jak na PiS-u, tak? Nie, nie, ale tam był jeden ważny taki taki jeden punkt ważny, który chciałam się podzielić i zapomniałam. Ale kurde, no widzisz, zapomniałam. Ale dobra, okay. To najwyżej. Jeśli zapomniałaś, to ich möchte eine Frage zu stellen. Was denkst du über die Situationen in die polnische Grenze mit Weißrussland? Ich denke, dass es ist specjalnie celowo celowo ausdrücklich z naciskiem jakby sterowane und es ist interessant, dass Duda hat in die China no Jezu, jak jest podróżować gefahren und ich denke, dass hat mit Xi auch über die Situation an diese Grenze gesprochen und ich hoffe, dass es wird nicht mehr so große Problem. Aber es ist es hat ein besondere
Cel, ziel. Jak to było cel? Ziel. Aufnahme? Ziel może być. Europa mit Asia können nicht verwechseln mit die Wehren und diese Weg soll no, zamknięta powinna być. No. Schlüssel. Geschlossen. Soll geschlossen. Tak. Und was denkst du? Ich denke, dass die polnische Staat und die polnische Regierung sehr dumm ist. Dass wenn du möchtest, Krieg mit den Nachbarn zu machen, du musst bin bereit für diesen Krieg. Die polnische Regierung, und das ist nicht das ist nicht wichtig, das ist die Regierung Tusk, Regierung Morawiecki oder die polnische Regierung in die Vergangenheit. Ganze polnische Regierung in die kapitalistischen Polen sind gegen die Weißrussland. Und das ist normal, dass die Weißrussland sind bereit zu antworten für diese Attacke, polnische Provokationen, polnische Attacken, dass die polnische Regierung vorbereitet, die Terroristen, Belarusen Terroristen zu machen, die Hauskrieg, Wojna Domowa. Mhm. Aber in Zukunft, Sie haben den Plan, in Zukunft die Hauskrieg oder du. Wojna Domowa to Bürgerkrieg. Dass die Polen präparieren Bürgerkrieg in Weißrussland und das ist warum die Faschisten aus Białoruś in Polen sind vorbereitet für die terroristischen Aktivitäten. Und denke ich, dass die Präsident Łukaszenko hat gefunden sehr gute Methode zu antworten für die Provokationen der polnischen Regierung. Und ich bin sehr lustig, wenn ich sehe, die polnische Politiker, dass die keine Idee, was müssen zu machen. Ja, und sind sie haben wymagają von die Europäische Union reagieren, dass sie wollen Geld für die Grenze zu bronić. Sie wollen Stutzen. Ich beobachte in die X diese rassistische Kommentarität über diese Leute, die wollen, die haben die Grenze przekroczyć, którzy przekroczyli, und zum Beispiel sind in Białystok und an die Straße, und jakby dass diese Bürger von die
Ostlanden, tak, do Ostlanden, sind i jakby przybywa ich, sind mehr und mehr und ich denke, dass es ist tak jakby sztucznie wywołane. Kunstliche. Kunstliche, ja. Und zum Beispiel Miss von Rzeszów hat gewonnen eine mit die Afrikanese no, korzenie. Taka czarnoskóra. Ja nie wiem, jak jest czarnoskóry po niemiecku. Und was hat... Wie? Schwarzenegger. Tak? O, no to czarnoskóra, no Schwarzenegger. Tak, nie, Schwarzenegger to jest czarny murzyn chyba. No to Schwarzeneggerin. Może. Schwarzenegger. Mit dunkel, Haub. Und es ist die polnische Bürger sind oburzeni, dass manche schwarze Mädchen hat ist die schönste Rzeszowianka in Rzeszów und es die Kommentare sind wichtige rassistische przykład und wenn ich höre oder wenn ich rede dass Polen sind nicht Rassisten weil wir haben no, przeszłość. Wiesz, jakie są te ich no, tłumaczenie na to, że nie są rasistami. Weil wir haben die Geschichte von die, że też byliśmy uciskani. Wir haben auch, jak to się mówi, unabhängigt. Und, no wiesz, wykorzystują historię w ogóle nie należącą do nich, żeby tłumaczyć, że nie są rasistami, a są totalnymi rasistami. Ich habe in wann ich war ein Student in Łódź. Ich war ich habe mit eine schwarze Mädchen dunkel haute no Mädchen gewonnen und sie hat jedes Tag doświadczać no rasizmu po prostu od strony von die Łódź Bürgern. Jedes Tag. Und nazywa sie heißt Victoria Forest. Ja, die von Rzeszów, ja. Ona mówi normalnie po polsku czy z jakimś? Ona się urodziła, sie hat in Rzeszów in Polen no geboren, sie war geboren in Polen. Sie spricht total perfekt in Polnisch und sie hat gewonnen mit zwei Mädchen, weiße Mädchen und was? Sie po prostu była ładniejsza. Nein, Dunkeln sind nicht so schön wie unsere weiße Mädchen. To jest obrzydliwe. Ich hasse diese am meisten ich sehe es in on Twitter in Kommentarität, aber ich denke, dass większość am meisten Polen sind rassistische Leute. Ich sehe, weil ich arbeite im Kindergarten, ja. Und wir haben ein dunkel Haut Sportsman, Sporttreiber zaprosić. Die meisten Polen sind Rassisten. Rassisten, o, właśnie, nie wiem, po to, rassistischen. Rassisten.